es hat eine Weile gedauert, bis die Kuscheltiere hier in meiner Stube ihr Plätzchen gefunden haben. Zuvorderst vorne will das Bibli sein. Und warum? Ich erzähle eben heute eine Geschichte vom Osterbibli. Es erzählt, warum das Ostern nicht immer am gleichen Datum stattfindet. Das prächtige Ei hat das Huhn Hilda gelegt. Und sie freut sich schon sehr, weil in 21 Tagen wird dann nämlich aus dem Ei ein Bibeli schlüpfen. Und dann ist sie zum ersten Mal Hühnermutter. Aber damit das so wird sein, muss Hilda ihrem Ei warm geben und das Ei zudem ab und zu umdrehen. Also kurz gesagt, Hilda muss ihr Ei ausbrüten. So gehen die Tage vorbei und damit Hilda immer weiss, wie lange es noch geht, bis ihr Kind zum Ei auskommt, macht sie immer am Abend, wenn wieder ein Tag vorbei ist, ein Strichli aufs Papier. Aber als Hilda dann endlich das 21. Strichli machen kann und denkt, dass sicher jetzt an diesem Abend ihr Bibeli ausschlüpft, bewegt sich das Ei kein bisschen. Kein Spältli ist zu sehen. Hilda wartet, macht sich Sorgen, überlegt nochmal, ob sie echt wirklich richtig gezählt hat. Aber plötzlich hört sie etwas. Mama, wann ist Ostern? Wer hat das gesagt? Hilda schaut umeinander, niemand ist neben oder hinter ihr. Wieder das Stimmli. Mama, wann ist Ostern? Das Stimmli kommt tatsächlich zum Ei aus. Hilda kann es kaum glauben, aber es ist keine Einbildung. Nein, jetzt haben sie an die anderen Hühner gehört. Schon wieder. Mama, wenn ich Ostere, wie lange geht es noch? Das ist dein Kind im Ei. Du musst ihm eine Antwort geben. Hilda nickt und gibt sich fest Mühe, ihrem Bibeli eine richtige Antwort zu geben. Also Ostern ist irgendwann im Frühling, im März oder im April. Das ist nicht jedes Jahr gleich. Mama, du musst herausfinden, wann genau das Jahr Ostern ist. Ich möchte darum unbedingt an den Ostern auf die Welt kommen. Ich möchte ein Osterbibeli werden. Hilda, die noch ganz durcheinander ist wegen ihrem Bibeli, das im Ei gerettet hat, geht zu den anderen Tieren im Stall und fragt. Wisst ihr, wenn das Jahr Ostern ist? Die beiden da überlegen. Keine Ahnung. Auch Schaf weiss es nicht. Weder der Hund, noch Säule, noch Kuh. Niemand weiss es. Hilda fragt sogar den Herdöpfelkäfer. Aber auch der weiss nicht, wann genau das Jahr Ostern ist. Da sagt der eine Hase. Du weißt was? Vielleicht kann dir die Eule helfen. Die ist schon alt und weiss darum ganzen Haufen. Die Eule trifft man immer am ersten hier auf dem Baum im Feld aussen. Auch an diesem Abend ist es so. Die Eule macht sich gerade für ihren Nachtflug parat. Wart, bitte flieg noch nicht fort. Man hat mir gesagt, dass du mir sicher kannst helfen. Weisst, ich muss wissen, wenn das Jahr Ostern ist. Mein Bibeli will darum genau an den Ostern zum Ei ausschlüpfen. Natürlich weiss ich, wenn Ostern ist. Wenn dein Bibeli genau an den Ostern auf die Welt kommt, dann muss es aber drei Ereignisse abwarten. Das heisst, es muss warten, bis der Frühling anfängt. Und der Frühlingsanfang ist immer an einem bestimmten Tag. Ich tue dann laut durch den Garten rufen, wenn es so weit ist. Dann musst du zu mir kommen. Danke vielmals, liebe Eule. Glücklich gewackelt Hilda zurück in den Stall und erzählt ihrem Bibeli im Ei, was die Eule gesagt hat. Jetzt muss ich noch so lange warten. Dann warte ich halt. Hilda ist froh, dass ihr Bibeli nicht mehr weiter stürmt.
Zufrieden und sorgfältig höckelt sie ins Nest, damit ihr ein Ei schön warm hat und hofft, dass es nicht mehr allzu lang geht, bis der Frühlingsanfang kommt. Endlich ist es soweit. Am ersten Tag vom Frühling, das ist immer am 21. März, ruft die Eule, wie versprochen, ganz laut durch den Garten, damit die Hühnermutter Hilda weiss, jetzt ist der Frühling da. Sofort gewackelt Hilda zum Baum, wo die Eule schon auf sie wartet. Die Hilda ist gespannt, was die Eule jetzt wird sagen, und die erklärt, wenn dein Bibeli unbedingt genau an den Ostern auf die Welt kommen will, dann muss es weiterhin Geduld haben. Es muss nämlich jetzt warten, bis der Vollmond am Himmel steht. Wenn es dann so weit ist, dann rufe ich zweimal durch den Garten, dann musst du wieder zu mir kommen. Hilda nickt, geht zurück zum Stall, ganz nahe zum Ei und erklärt ihr im Bibeli. Die Eule hat gesagt, dass du immer noch warten musst. Und zwar warten, bis es Vollmond ist. Mama, ich möchte aber selber merken, wenn Vollmond ist. Aber ich sehe ja nichts. Du musst machen, dass ich rausschauen kann. Hilda überlegt und hat gerade schon eine Idee. Sorgfältig pickt sie mit dem Schnabel ein Löchli in die Eierschale und dann steckt sie einen Strohhalm rein. Durch diesen Strohhalm kann das Bibeli jetzt zum Ei ausgüchseln und so den Mond beobachten. Das Bibeli findet das ganz toll. Am ersten Abend ist der Mond dünn. Aber von Tag zu Tag wird er immer dicker und dicker. Und endlich ist er rund. Es ist Vollmond. Die Eule ruft wie versprochen laut zweimal durch den Garten. Hilda springt sofort zum Baum und die Eule erklärt. Wenn dein Bibeli genau an den Ostern will auf die Welt kommen, dann muss es jetzt nur noch bis zum nächsten Sonntag warten. Dann rufe ich dreimal durch den Garten. Das ist das Zeichen, dass Ostern ist und dein Bibeli kann zum Ei auskommen. Die Hilda staunet schon noch recht, dass die Eule das so genau weiss. Wieso weißt du das so gut? Weißt, Ostern ist immer am ersten Sonntag nach dem Vollmond. Das heisst nach dem Vollmond, der nach dem ersten Frühlingstag kommt. Die Hühnermutter Hilda beendet die Stall zurück und erklärt, dass es jetzt nur noch 5 Tage ging. Jetzt drohlen sie fast davon, weil das Bibeli im Ei innen vor Freude wild rumzabbelt. Nicht so wild, sonst verbricht die Eierschale. Mahnt die Hühnermutter und das Bibeli gibt sich fest Mühe und probiert, still zu sein. Es überlegt. Am besten kritzle ich jetzt 5 Striche in die Schale und putze immer eins aus, wenn ein Tag vorbei ist. Jui, ich freue mich. Ich werde ein Osterbibeli. Endlich ist es soweit. Durch den Park hört man die Eule 3-mal rufen. Und die Kirchenglocke läutet. Es ist Ostersonntag. Im Stall steht Hilda ganz ehrfürchtig vor ihrem Ei. Plötzlich bricht die Schale auseinander. Und ein herziges Bibeli streckt sein Köpfchen zum Ei aus und piepset. Hallo, ich bin da. Gerade in diesem Moment kommen die Kinder in den Stall. Die sind auf der Suche nach versteckten Ostereiern. «Hey, schau mal, du hast gerade das Bibeli ausgeschlüpft!» rief der Alexander und seine Schwester Geraldine ist ganz entzückt. «Jö, und das genau an den Ostern, das ist auch ein Zufall!» «Zufall?» Hilda und die anderen Hühner müssen ein bisschen lachen, wie sie alle denken das Gleiche. «Zufall, wenn die wüssten!» Das Osterbibeli ist putzmunter und zibbert schon ganz selbstständig durch den Stall. In den Garten raus, freut sich über die schöne Welt und macht sich auf den Weg in sein neues Leben.
Also wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist immer Ostern an dem Sonntag nach dem Vollmond, wo der erste Vollmond ist nach dem Frühlingsanfang. So kann man sich das merken. Und jetzt wünscht Zwiebeli und ich euch ganz ein tolles, farbiges und gemütliches Osterfest. Tschüss zusammen.